Es sind ungefähr 150.000 kurdische Bewohnerinnen und Bewohner Afrins vor den Kampfhandlungen geflohen. Die sind jetzt notdürftig untergebracht in Zelten, in Gebieten, die von der syrischen Regierung oder von der syrischen Regierung zusammen mit der YPG kontrolliert werden. Wir haben Belege dafür, dass viele von diesen Flüchtlingen beim Versuch, in ihre Häuser, in ihre Dörfer und Städte zurückzukehren, von der türkischen Armee daran gehindert worden sind, zurückzukommen. Das heißt, die Türkei will verhindern, dass diese kurdischen Vertriebenen zurückkehren. Und wir haben auch offizielle Zahlen von der türkischen Regierung, dass über 100.000 syrische Flüchtlinge angeblich nach Afrin zurückgekehrt wären. Zurückgekehrt deshalb unter Anführungszeichen, weil das nicht Personen sind, die aus Afrin stammen, sondern das sind arabische und turkmenische Flüchtlinge aus anderen Teilen Syriens, teilweise sogar aus dem Irak, vor allem sunnitische Turkmenen aus Tal Afar, die mit dem IS kooperiert haben, die in die Häuser von denen zurückgebracht werden, die jetzt geflohen sind. Das heißt, die Türkei versucht hier tatsächlich eine nachhaltige demografische Änderung herbeizuführen, versucht gewissermaßen ethnische Säuberungen durchzusetzen, um hier langfristig die überwältigende kurdische Mehrheit, die in der Region Afrin über Jahrhunderte existiert hat, zu verändern und eben arabische und turkmenische Siedler anzusiedeln. Was unklar ist, ist, wie systematisch zum Beispiel die religiöse Verfolgung von religiösen Minderheiten durchgeführt wird. Wir wissen, dass die Türkei mit dschihadistischen Milizen kooperiert hat. Wir wissen zumindest von einigen Fällen, wo es Zwangskonversionen von jesidischen Bewohnern von Afrin gegeben hat, auch Verschleppungen von jesidischen Frauen und Mädchen. Aber wie systematisch diese Problematik ist, kann man im Moment meines Erachtens nicht seriös sagen, weil wir keine unabhängigen internationalen Journalisten in der Region haben. Und das allein ist ein Alarmsignal, dass die Türkei das verhindert. Ja, mittlerweile sind leider sämtliche syrische Akteure sehr stark militärisch abhängig von außen. Das Regime ist abhängig von Russland und dem Iran. Die arabische Opposition ist sehr stark abhängig von der Türkei. Aber auch die YPG bzw. die Syrian Democratic Forces, also die bewaffneten Einheiten der Kurden und ihrer Verbündeten, sind sehr stark abhängig von der USA und mittlerweile auch von Frankreich. Das heißt, wenn die USA hier ihre Unterstützung zurückziehen würde, dann wäre das Experiment der Autonomie der Kurden in Syrien hochgradig gefährdet. Solange die USA und Frankreich hier noch präsent sind, und im Moment sieht es danach aus, vor allem nachdem Macron zugesichert hat, auch weiterhin militärisch in Rojava präsent zu bleiben, dass vorerst der Rest sozusagen der Demokratischen Föderation Nordsyrien erhalten bleibt. Das hängt aber natürlich auch von der weiteren Entwicklung von Gesamtsyrien ab. Und ohne eine Form von Waffenstillstand oder Friedensvertrag, der eine gewisse Föderalisierung von ganz Syrien beinhalten würde, wird die Sicherheit in dieser Region immer prekär bleiben. Ja, ich würde ungern von einer Leitideologie sprechen. Die kurdische Konföderation ist meines Erachtens nach eher als also Modellprojekt, was jetzt im gesamten Rojava, also in den Kantonen, umgesetzt wurde bzw. Realität ist, aber halt nicht mehr in Afrin. Und es ist auch ein sehr, ja, wie soll ich sagen, idealistisches Modell, also Überwindung des Nationalstaates und eine Selbstverwaltung, wobei
man ja auch gesehen hat, jetzt in Afrin, dass tatsächlich diese Gesellschaftsmodelle wie Autonomie, Selbstverwaltung tatsächlich halt solchen völkerrechtswidrigen Angriffen und darüber hinaus halt den Kurden nicht so richtig Schutz bietet. Da wäre natürlich die Frage, wie können die Kurden tatsächlich einen nachhaltigen Schutz im Nahen Osten bekommen, also augenscheinlich halt nicht mit Autonomie und nicht mit Selbstverwaltung. Da kommt dann die Antwort ganz leicht. Es wird natürlich perspektivisch so sein, dass es die Frage bzw. die Forderung nach einem eigenen kurdischen Staat dann letztendlich unumgänglich sein wird. Und nach dem Ersten Weltkrieg, als die imperialen Mächte also kurdische Gebiet Kurdistan in vier geteilt haben, Türkei, Syrien, Irak und den Iran. Es ist ja so, dass es seither die Kurden tatsächlich in diesen Ländern bis heute verfolgt und massakriert werden. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, jetzt dass die Kurden tatsächlich diese Frage aufwerfen, also ob diese Modelle wie auch in Nordirak mit der Regionalregierung dort, auch de facto ein Autonomiegebiet, und in Syrien, Rojava, ob es die Kurden schützt. Also das Ergebnis ist halt nein. Und da müssen wir uns eine andere Schutzform überlegen, wie wir die Kurden dort tatsächlich schützen können vor diesen Angriffen. Und die wird es ja geben. Also wir hatten ja auch gestern eine Delegation aus Afrin gehabt, den Co-Vorsitzenden der PYD, Herr Hassan Charus, der hat uns tatsächlich auch darüber informiert und auch über die Presse ist es ja auch noch zu entnehmen, nach der Besetzung des türkischen Regimes mit ihren dschihadistischen Verbündeten, die Kurdistan dort besetzt haben, ist ja häufig jetzt zu Fällen gekommen, wo kurdische Jesidinnen tatsächlich entführt, verschleppt und vergewaltigt worden sind. Es ist so, dass sie natürlich einer großen Gefahr im Moment in Afrin ausgesetzt sind. Und was ich nicht akzeptieren und nachvollziehen kann, dass die ganze Weltgemeinschaft die Augen verschließt und es überhaupt nicht wahrnimmt. Und das ist, denke ich, für die Kurdinnen und Kurden im Moment die Situation dort ganz schlimm. Wie gesagt, insbesondere Jesidinnen, weil die meisten hatten nicht die Möglichkeit, Afrin zu verlassen. Andere Kurdinnen und Kurden konnten das, aber die Jesidinnen nicht. Und das ist gerade die Situation dort, dass sie so einer großen Gefahr ausgesetzt sind und die Weltgemeinschaft schließt ihre Augen vor diesen Gräueltaten gegenüber Jesidinnen und Jesiden.